Bei einer Kollision zwischen einem LKW und einem Traktor auf der B10 bei Illingen sind zwei Menschen in der Nacht auf Freitag zum Teil schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 25 Jahre alter Traktorfahrer unerlaubterweise von der Bundesstraße auf eine Kreisstraße abbiegen wollen. Gleichzeitig habe der beteiligte Lastwagen zum Überholen angesetzt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch dessen Wucht der Traktor zur Seite kippte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der verletzte Fahrer bereits außerhalb vom Fahrzeug und wurde vom Notarzt betreut. Der Traktorfahrer ist schwer verletzt und befindet sich mittlerweile im Krankenhaus. Der 55-jährige Fahrer des LKW kam mit leichteren Verletzungen davon. Die B10 blieb nach dem Unfall für einige Stunden voll gesperrt.